Moin, ich bin Sian und in diesem Video packen wir zusammen den Sonos Sub der dritten Generation aus. Im letzten Video habe ich ja schon die Arc eingerichtet. Ich werde auch später noch zeigen, wie man das dann koppelt mit der Arc. Viel Spaß! So, auch wieder ein großes Paket. Zwar nicht so groß und unhandlich wie das von der Arc, aber eben auch nicht ganz so einfach für so ein Unboxing hier. Okay. Man sollte das, da steht ein Hinweis, dass man es eigentlich rausheben soll im Stehen. Schauen, ob ich es auch so hinbekomme. Aber erstmal schauen wir uns wie gewohnt an, was so im Lieferumfang dabei ist. Das heißt, hier wieder so eine kleine Schachtel dabei mit den klassischen Welcome-Einrichtungs-Quick-Start-Guides. Lege ich mal kurz weg. Dann kommt hier ein Mikrofaserreinigungstuch mit. Und ein Kabel, sogar in weiß. Das ist auf jeden Fall ganz cool. Ja, ansonsten war es das eigentlich. Und dann gibt es nur noch den Sub selber. Ich schau mal, vielleicht schneide ich einfach und heb den gerade mal selber raus. Ich bin jetzt auf Nummer sicher gegangen und habe den mal rausgehoben im Stehen. Man hat hier wieder dieses Schutztuch. Hier oben diesen Aufkleber, der das zusammenhält. Und jetzt befreien wir den einfach mal. Boah, der sieht schon echt extrem edel aus. Mal zeigen hier von allen Seiten. Der sieht echt richtig nice aus. Und der hat hier im Prinzip, also der unterscheidet sich, das wusste ich auch gar nicht. Auf der Vorderseite hat er hier keine Kante und auf der Rückseite eben schon. Ich meine, man kann hier natürlich stellen, wie man will, weil der Stromanschluss, kurz suchen, wo der ist. Ich habe aber Angst, irgendwie den anzufassen, sonst vertatscht. Voll dreckig macht schon. Naja. Auf jeden Fall hat man dann hier einfach einen Knopf unten. Ich schaue das mal kurz an. Und zwar da ist so eine Statusleuchte und der Verbindungsknopf. Und das war's. Es ist ganz einfach gehalten. Stecker nehme ich an, kommt unten rein. Ich kippe den mal kurz. Genau. Unten drunter hat man noch Strom und Ethernet. Ich kann es auch mal kurz zeigen. Ich muss den sowieso nochmal sauber machen dann gleich. Genau, da kommen Strom und Ethernet-Kabel rein. Und der ist echt schwer. Hier steht, glaube ich, 16 Kilo in der Anleitung. In dem Karton hier ist so ein Aufkleber drin. Abonniere mich übrigens gerne, falls du es noch nicht gemacht hast. Und ich würde sagen, wir richten den jetzt einfach mal zusammen ein und verbinden den mit der Arc. So, die Sonos Arc ist schon eingerichtet. Und jetzt fügen wir hier einfach mal den Sub hinzu und am Ende auch noch kurz die beiden Rücklautsprecher. Erstmal hier den Sub, der ist angeschlossen an Strom. Ich sehe das grüne Licht, ja. So, dann kurz hier die Taste drücken, dieses Produkt einrichten. Sehr gut, das ging ja relativ schnell. Klar, jetzt natürlich noch ein Update. Hoffentlich dauert das nicht so lange wie bei der Arc. Und dann sollte das aber auch laufen. Gleich machen wir dann noch die beiden Rücklautsprecher und dann ist das 5.1 Set fertig, beziehungsweise theoretisch auch Atmos Set. Aber mein Fernseher hat leider kein eARC. Das kaufe ich mir irgendwann mal einen neuen, aber aktuell möchte ich jetzt nicht den Fernseher upgraden, obwohl er noch gut funktioniert und ansonsten halt 5.1 läuft. Das habe ich eben schon geschaut, also die Arc selber bekommt 5.1 Signal über diesen Arc. So, TruePlay mache ich später allerdings erst, weil ich da zuerst die Rücklautsprecher noch einstelle. Genau, das machen wir jetzt direkt. So, jetzt schaue ich hier. Genau, zwei Sonos Ones, auch wenn es SLs sind. Der linke ist an den Strom angeschlossen. Ich sehe das grüne Licht. Dann drücke ich die Verbindungstaste auf der Rückseite. So, das war's. Für den rechten überspringe ich jetzt mal. Ist ja genau das gleiche. Am Ende mache ich dann noch einmal TruePlay für das gesamte Setup, was dann nochmal den Sound auf den Raum abstimmt.
Schreib mir gerne in die Kommentare, was du für ein Setup hast, ob du eine Soundbar hast oder überlegst dir jetzt ein Sonos-System zu kaufen. Hi, ich bin's nochmal und zwar habe ich gestern das Unboxing zum Sub der dritten Generation gemacht und habe jetzt einfach mal ein bisschen getestet, habe gestern einen 5.1 Kinofilm geschaut, ein bisschen Musik gehört, ein bisschen mit den Einstellungen rumgespielt. Das ist jetzt kein volles Review, sondern ich sage jetzt mal kurz meine Erfahrungen. Nach einem Tag Nutzung, da wird auch noch ein Review in Zukunft kommen, also abonniere mich, falls du es noch nicht gemacht hast, um das nicht zu verpassen. Und ja, also ich bin auf jeden Fall sehr positiv überrascht. Das sieht mega schick aus. Das ist so einer der Hauptpunkte, die den Sub ausmachen. Sieht echt cool aus, also man kann es gut anschauen. Und wenn der läuft, dann bewegt er sich kaum. Ja, das ist ja diese beiden aufeinander gerichteten, die eben sich dann gegenseitig canceln, so ein bisschen, was die Bewegung des Gerät selber ausmacht oder Vibrationen vom Boden, das ist wirklich, das funktioniert gut. Ne? Also man kann auch den Sub wirklich ein bisschen aufdröhnen, bewegt sich da eigentlich gar nichts. Ob man sieht, innen drin bewegt sich die Membran, aber das Gerät selber ist still und klappt halt auch super in Verbindung mit der Arc. Genau, werde dann natürlich jetzt nochmal im Detail testen, aber bisher bin ich sehr zufrieden. Hatte vorher so eine Samsung 300€ 5.1 Anlage. Der Sub davon war verhältnismäßig overpowered im Vergleich zur Soundbar und den Rücklautsprechern. Also sage ich mal, so starken Bass oder so hatte ich vorher auch. Da war jetzt nicht so ein krasser Aha-Effekt, aber das ist wirklich eine sehr cleane Sache und gerade in Kombination mit der Arc funktioniert das super. Bin aber mal gespannt, wie das natürlich im Langzeittest dann ist. Schau am besten noch mein Video zur Arc, wo ich auch über Unboxing-Einrichtungen und so einen Kurztest noch einen Tag gemacht habe. Ansonsten bedanke ich mich herzlich fürs Zusehen, abonniere meinen Kanal und bis zum nächsten Mal. Ciao.